Und was wird das da, hä? Hör mal, wer da hämmert, oder was? Ja, ich baue den Schrank zusammen. Alles klar, ich mach mal, was macht der denn da? Ja, sorry, nein, Spaß. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren MXL-Liga-Rennen. Heute aus dem völlig verregneten Budapest. Mit dabei natürlich wieder mal mein Teammate, der Knitti. Hallo, na? Und Chefstratege Hunzel ist auch mit dabei, heute aber nur in Teilzeitfunktion. Ja, moin, der Teilzeitrennenstratege. Moin. Ja, also, liebe Leute, es war in der Qualifikation wie folgt. Es war komplett trocken und ich habe es auf Platz 4 geschafft, wie man unschwer kennen kann. Kneti hat es auf die 12, 13, was war das? 12. 12. Ja, das Rennen soll zu, sagen wir mal, 66%, also zwei Drittel, regnerisch bleiben. Erst Full Wet, dann Inter, dann trocken. Ob das Ganze auch wirklich so bleibt, naja, das werdet ihr dann sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und here we go. Gar kein Problem, nicht? So. Ui. Sehr gut, Mark. Jawohl, nice. Schnapp sie dir. Ich meine, schnapp sie dir. Pokémon. Ist mir rausgerutscht. Ist okay. Muss er rausschneiden, ne? Ja. Kein Bottas-Pock. So, jetzt Fokus. Alle Beile. Okay, die sieht halt nichts, ne? Das ist echt das Ding. Ja, ist echt eklig. Pass auf, da ist ein McLaren rechts. Aber gut, ist noch weit genug vorne. Jekyll oder Capo? Capo hat sich gedreht, ja. Oh Mann. Der ist auf P10 zurückgefallen. Okay. Kämpft noch. Oh Gott. Alter, fand ich echt jetzt so zwei durch. Oh, Wahnsinn. Was sie im Chat da schreiben, ne? Was schreiben die denn? Capo mal wieder besoffen, fährt wie im Landwirtschaftssimulator. Aua! Oh Mann, der Arme. Das könnt ihr doch echt nicht machen, Chat. Drei Sekunden Vorsprung auf Chris, was ist denn hier los, Alter? Ja, fahr einfach. Bin ja dabei. Ach, Chris hat auch drei Plätze gewonnen. Aber der verliert auf dich, ne? Jetzt 4 Sekunden. 3,8. Ah, okay. Ja. Alter, ich sag mal so, ich klebe an Thunder. Ja, bleib dran. Ne? Zeig, dass du da bist. Also erst nur eine Sekunde von mir entfernt. Ja, warte auf den Fehler, also ich will da nicht zudrängen, ne? Nee. Ich fahre hier ganz normal meinen Stint. Lucky ist tot. Safety Car. Delta beachten, ganz wichtig. Ja. Danke. Also keiner geht rein. Doch, ein McLaren geht rein. Okay. Also ich habe für heute zwei Safety Cars predicted, also richtige, keine VSC. Wenn die holen sich Inter, aber ich Chris hat eine 5 Sekunden Strafe, weil er wahrscheinlich auf das Delta nicht geachtet hat. Autsch. Ich kenne das. Also viele Leute in der Box und die holen sich. Wow. Frag mal den Rennleiter nach dem Reifenstatus, bitte. Tire condition is still looking good. Still looking good. Ja, weil die sind noch so viele Pfützen, das ist nichts für Winters. We'll make the changes to the front wing next also, die werden Zeit wohl am Anfang. Hä?
Jetzt quatscht er mich vor. Ich hab gar nichts gesagt. Ja, wir ändern deinen Frontflügel auf plus 1. Hä? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Kannst du wieder umstellen, ne? Also wieder zurückstellen? Ja, du kannst du aber auch selbst ein HUD einstellen, ne? Ah ja, genau. Gefunden. Das Spiel dreht sich einfach so. Ach ja, Mike braucht ein bisschen mehr Abtrieb, aber Vorderachse. Dann gewähren wir ihm seinen Wunsch. Aber ich hab doch gar nicht gefragt! Wo hat sich Lucky denn zerlegt, Hunzel? War das Kuban? Nee, Quatsch. Das war oben auf dem Berg irgendwo. Ja, im Mittelsektor, wo das Ganze gestellt wird. Ja. Ah, okay. Martin! Alter, dein Ernst? Was ist los? Ich habe eine 5-Sekunden-Strafe gekriegt, weil ich mit Martin kollidiert bin. Ja. Ist mir ins Heck gefahren. Ja, ich glaube, es wird aber aberkannt, wenn du das meldest. Das melde ich auch. Jetzt weiß ich wenigstens... Frag gleich mal nach Reifenstatus. Ja, ich habe gerade einen kleinen Trick herausgefunden. Und zwar, Reifenstatus. Warte mal. Mein Reifenwechsel. Ja, geht jetzt rein. Sie glaubt, Safety Car dann reinkommt, kommt, geht rein. Okay, ich wechsle mal. Hinter mir jetzt aufziehen. Na gut, dann ändern sie Flak, ne? Haben die im McLaren. Okay, Safety Car rein. Ja. Ja, lass Safety Car, wie gesagt, ignorieren, fahrt rein. Ist natürlich jetzt blöd, dass ihr jetzt Boden verliert an den McLarens. Ist egal. Gut, die McLarens haben natürlich jetzt einen Wahnsinns-Call gemacht, aber es war richtig. Kann durchaus sein, dass welche draußen bleiben werden. Boah. Aber euer Glück ist, dass du hast ja noch ein bisschen Luft zu denen da hinten. Also das ist nicht so viel verlieren. Die fahren weiter. Die Essen fahren weiter. Was? Überholmanöver gegen Thunderstorm? Nix da. So, jetzt. Ja, sehr gut, geh rein. Ja. Ja, irgendeine Red Bull hat sich zerschossen anscheinend. Herr Boxer Einfahrt. Oh nein, echt jetzt? Was ist nichts gemacht? Och, Mike. Okay. Was denn? Ach so. Wieso oh nein gesagt hast? Oh nein, für den Red Bull. Ach, raus, weil er sich zerlegt hat, weil du es gesagt hast. Ach so, warum? Ich dachte, du hast was gemacht. Nein! Wenn, dann würde ich ja rumschreien. Ach so. Du weißt doch, wie ich ticke. Ja, also ihr macht das schon das Richtige. Wow, ich bin ja wieder Dritter, habe ich gar nicht gemerkt. Wie schön. Du bist Dritter, Mike. Geil. P1 hat auf jeden Fall Zeitstrafen. JKJ hat 5 Sekunden, ja, ich habe es gemerkt. Ja, Knusper noch Betz. Aber bei dir ist auch, ja. Also war schon okay so. Der verliert ordentlich an Zeit. Wahrscheinlich versucht er einen Call zu machen, indem er Fullbread so lange drauf behält, bis es trocken wird, um einen Boxenstopp zu sparen. Aber bin ich kein Fan von. Du verlierst so viel Zeit. Wurzel, was wird das da, hä? Hör mal, wer da hämmert, oder was? Ja, ich baue Schrank zusammen. Alles klar, ich mach mal, was macht der denn da? Ja, sorry, nein, Spaß. Also 7-8 Runden halten die, aber da ja die Reifen dann neu sind und ihr ja von der Geschwindigkeit nicht so fix seid, dann habt ihr nicht so einen hohen Verbrauch. Sag dir auf jeden Fall Bescheid, Ja, also Tipp von mir, wenn ihr merkt, der Regen hört auf, dann immer nach Reifenstatus fragen. Wenn dann Jeff dann irgendwann sagt, ja, ist nicht mehr sicher, ne? Ja. Dann Rinder. Holt ihr euch. Ich hab Medium schon mal vorsichtshalber ausgewählt. Ja. Also jetzt kommt er gerade. Guter Call. Das ist ja guter Call. Was kommt da? Was sagt er denn? Hinters. Aktueller behalten. Ja, ja. Noch regnet's ja. An Capo komme ich nicht so wirklich ran. Aber die haben einen Wahnsinns-Call gemacht. Kein Mensch hat damit gerechnet. Glück, ja. Das war eine sehr mutige Entscheidung. Es war ein schmaler Grat zwischen super Entscheidung und totaler Fail. Bitte das Heftiger. Ja, weil der Chris dich verbremst hat. Der ist vor mir. Ja, das ist nicht vor dir. Nein, also auf der Strecke gesehen vor mir.
Ja, das ist schon mal ganz gut. Kann keiner Zeit gewinnen. Check your MFD for a new strategy option. Ja, dann geht ihr beide jetzt rein und holt euch. Wenn ihr euch zutraut, 12 Runden rot zu fahren, fahrt rot. Also das Azuka fährt rot. Es fahren alle rot. Bis auf Lucky und Chris. Ja, geht rot. Nimmt rot. Nimmt rot. Okay. Ich habe nur die Verwendeten. Achso, dann nimm du gelb. Okay. Der erste ist aktiviert. Perfekt. Das Schlimme ist, meine Nase muss repariert werden, ne? Ja. Oh, scheiße. Da müsste sich aber ausgehen, denke ich. Ja, Mike würde zu viel Zeit verlieren, wenn er jetzt draußen bleibt. Auf jeden Fall. Oh, die Dinger sind furztrocken. Ich fahr trotzdem rein. Ich muss jetzt reinfahren, ich habe keine andere Wahl. Ja, ja. Okay, Capo ebenfalls auf den gelben. Na, das wird jetzt interessant. Ja, muss das auch gehen. Ja, arbeitet! Komm! Was trödelt ihr denn so? Dein Team war gerade vor dir drin. Ja, ist egal. Wie war das mit dem Double Stack? Ich habe gesagt, die haben die Zeit verkürzt. Ich weiß aber nicht, wie groß der Gap sein muss zwischen Teamkollegen. Toll, jetzt habe ich Bullet hinter mir. Vor mir. Safety Car. Unser Safety Car, was mache ich? Draußen bleiben. Okay. Die bleiben alle draußen auf oben. Wäre Schwachsinn, jetzt reinzugehen, du verlierst Plätze. Ja, Grüner zum Beispiel. Deswegen sind wir jetzt Safety Car. Damn it, ach, Chris ist DNF. Ja, oh, Grüner ist der Einzige dann. Der hat aber auch ein Horrorrennen hinter sich, ey. Ja, Grün ist der Einzige, der reingegangen ist. Klar, der wird sich wahrscheinlich jetzt Rote nehmen. Er hat nur einen Platz verloren. Aber Grüner, ich mach's dem richtig schwer. Sag mal so, auf der einen Seite habe ich die ganzen Leute jetzt wieder vor mir. Auf der anderen Seite habe ich jetzt einen Grüner Enderman hinter mir, der Softreifen hat und mich wahrscheinlich dann fressen wird. Thunder geht nochmal rein. What? Ja, sie fahren immer frische Rot.
Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Boah. Alter, mein Herz! Was ist da denn jetzt passiert? 150er Puls, mir geht's gut, danke der Nachfrage. Jo. Aber was ist da denn jetzt passiert? Ich hab das gerade noch auf so einem Stream gesehen. Ja, aber JKJ hat die Tür zugeschmissen, warum macht er sowas mit mir? Ich verlange eine Erklärung, JKJ. Ich hab wieder das Bruder ganz kurz so eingeblendet, gerade im Stream, da war es aber schon vorbei. Konnte ich nicht ganz sehen. Was für ein geiles Überholmanöver, mein Herz, Alter. Oh. Alter Vater, Capo gewinnt, ey, alter Vater. Herzlichen Glückwunsch mal. Oh Mann, Alter, ich hätte auf den ersten drei stehen sollen. Verdammt, wenn die Box nicht so lange gebraucht hätte. Mann. Ja, aber halt bei unglücklich bekriegt. Ja, es war einfach nur unlucky, ey. Ah, so ein Scheiß. So, liebe Freunde, das war er, der Ungarn Grand Prix, der völlig bekloppt war. Aber erst einmal speichern, super. So, Capo auf der 1, Glückwunsch. Sasuke auf 2, ebenfalls Glückwunsch. Und Bullet auf 3, ebenfalls auf Podium, Glückwunsch. Dann gefolgt von Jelkajor, meiner Wendigkeit, Lucky, Grüner, Levox, Tibor, McGill, Meile, Semota, Knitti, Knusperhuhn und Kain gehen mit Punkten nach Hause. Andeon, Thunderstorm, Chris, Elspoko und Photon leider nicht. Ja, was soll ich sagen? Völlig bekloppter Grand Prix. Also mein Herz hat gerast wie sonst was. Dankeschön an Knitti, dass er noch ein paar Punkte fürs Team geholt hat. Bitte gerne. Und Dankeschön an Hunzel, dass er wieder mal den Chefingenieur gespielt hat. Ja, bitte, bitte. Ja, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und vergesst nicht auf Abonnieren zu klicken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.